Podcast. 3:2 gewonnen, aber doch mit erheblich mehr Mühe, als wir das alle gedacht haben. Wie sind Sie denn zufrieden, vor allem mit Ihrer eigenen Leistung? Ja, also sagen wir mal so, angesichts der äußeren Umstände bin ich jetzt doch zufrieden. Es war zwar schwerer, als ich gedacht habe, aber ich bin schon zufrieden. Ja, was meinen Sie denn überhaupt mit äußeren Umständen? Ich bin gestern Abend lang unterwegs gewesen, ja. Und bin erst heute Morgen heimgekommen. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau wann. Und auf jeden Fall war mir heute Mittag, als ich aufgewacht bin, ja, so schlecht, ja. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja, ich glaube das. Ich habe zu der Frau gesagt, die neben mir lag. Ich weiß jetzt nicht, wie sie hieß. Irgendwas mit A, Anita, Astrid oder so ähnlich. Habe ich gesagt, also das packe ich heute Abend nicht, ja. Zumal ich habe ja gegen den Tutlowski gespielt, den Polen, ja. Der rennt ja 90 Minuten lang wie Sau, ne. Ich immer hinterher, ich sag ihn. Ich habe fast gekotzt, ne? Sie haben 10:0 Punkte aus den letzten 5 Spielen geholt. Das ist ja ein unglaublicher Höhenflug eigentlich. Ja. Wie kommt denn dieser Höhenflug? Da denke ich, ist bestimmt auch der Trainer dran schuld, der Hans Schöpfner. Ach, da hinten kommt er, ja. Den nennen wir jetzt mal hier in die Mitte, den Hans Schöpfner. Ich denke, er ist schuld dran, dass sie so gut spielen. Also ich sage das jetzt nicht nur, weil er neben mir ist, weil neben mir steht aber jetzt ein super Trainer, absolut super Trainer. Ja, wie kommt das denn eigentlich, dass er so gut die Mannschaft einstellt? Ah ja, er ist halt ein super Trainer, er kann sich total auf die Leute einstellen und so. Ist also unglaublich. Ich habe ein Beispiel, wenn ich es kurz erzählen darf. Also letzten Dienstag zum Beispiel, da hatte mir nach dem Training Streit, also ich nicht, aber der Jürgen und der Hannes hatten totalen Streit wegen der Freundin vom Jürgen. Und da kam er dazu, hat die Situation kurz gecheckt, ne? Und hat die beiden sich so lange die Fresse hauen lassen, bis von allein Ruhe war. Das fand ich spitze, ne? Ja, also der optimale Mann für Sie und... Psychologisch auch spitze, ne? Der optimale Mann für Sie und Ihre Kameraden. Alles in allem, ja. Das Einzige, was ich nicht so gut finde, ist die Sache mit dem Duschen, ne? Ja, was ist damit? Ja, er will halt nach jedem Spiel und nach jedem Training immer mitten in die Dusche, ne? Ah ja. Ich meine, neulich hat er sogar bei mir daheim gestanden vor der Tür und wollte mit mir zu Hause duschen, ne? Ja, also kleine Meinungsverschiedenheiten, die gibt's in anderen Vereinen auch. Sicher, gibt's auch, ja. Thomas, wie geht's denn bei Ihnen weiter? Wie sieht denn die sportliche Zukunft aus? Ja, ich muss vor allem weniger saufen, ne? Und ich nehme an, dass ich heute Abend nochmal diese, ich glaube Astrid hieße, dass ich nochmal anrufen werde, ne? Ja gut, Thomas, das war's schon. Und jetzt ab unter die Dusche. Genau. Ja, meine Damen und Herren, das war's hier aus dem Stadion, unsere Live-Berichterstattung. Und ich gebe hiermit wieder zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.